Bevor wir zum eigentlichen heutigen Thema kommen, ganz eine Kurznachricht. Die USA wollen offensichtlich, falls es eine zweite Welle geben sollte, keinen Lockdown mehr machen. Die haben jetzt wohl auch begriffen, dass der Gesamtschaden durch den Lockdown größer ist als der eines durchaus kräftigen, eventuell kräftigen grippeähnlichen Erregers, und so weiter. Ja, es ist ja schön, dass da in Teilen der Welt Vernunft eintritt. Ja, dann schauen wir uns doch mal an die größten Irrtümer. Also erstmal zentral ist erst einmal, dass wir alle, die Masse der Bevölkerung ist einfach im Irrtum. Sie merkt nicht, dass die Nahrung, die sie kaufen, sie in Wirklichkeit vergiftet. Nicht ganz so, wie wenn man schleichend kleine Dosen von Arsen verabreicht kriegt, aber offensichtlich sozusagen nach Jahrzehnten der Verabreichung dieser Gifte, der Nahrungsgifte, sind auch die meisten Menschen schon so mit circa 45 schon irgendwie chronisch krank, also letztendlich chronisch vergiftet. Natürlich wird die Giftwirkung der Nahrungsmittel noch gesteigert durch Bewegungsmangel und unseren denaturierten Lebensstil, der auch in vielerlei anderer Hinsicht noch Schädlichkeiten hat. Möglicherweise kriegen wir auch etwas zu wenig Sonnenlicht ab, weil wir uns ja wegen der Kleidungsindustrie ja alle bedecken müssen, weil wir ja sozusagen oder weil wir alle im Zeitalter der sexuellen Unterdrückung leben, müssen wir uns ja alle mit Keuschheitsgürteln verstecken und verhängen, und das verhindert natürlich oder stört bei der Zufuhr von Sonnenlicht und so weiter. Also wir haben sicherlich, und dann kommt noch dazu, dass wir eine Medizin haben, die letztens einer bezeichnet hat als die drittstärkste Tötungskraft in Deutschland, ja? Die drittstärkste Todesursache in Deutschland. Krebs sei mittlerweile seit kurzem die erste Todesursache, die stärkste Todesursache. Und wir wissen ja nicht, wie viel von den Krebstoten in Wirklichkeit sozusagen iatrogen getötet sind, also durch Ärzte getötet sind, durch ärztliche Maßnahmen. Also ich würde vermuten, dass ein großer Teil der Krebstoten nur gestorben ist durch die ärztlichen Maßnahmen, Chemotherapien und all die aggressiven Verfahren, die sowieso kaum ein Mensch überleben kann. Ja. Und dann haben wir als zweite Todesursache die Herz-Kreislauf-Erkrankung. Da sind wir noch dichter natürlich an den ernährungsbedingten und bewegungsmangelbedingten Krankheiten und so weiter. Und dann die dritte Todesursache sei iatrogen, also die durch Ärzte verursachten Todesfälle. Das sei schon die drittstärkste Todesursache. Und wie gesagt, von den anderen beiden wird auch wieder immer ein bestimmter Teil in Wirklichkeit durch Ärzte und Krankenhäuser verursachte Todesursachen sein. Dabei nur am Rande zu erwähnen, die multiresistenten Krankenhauskillerkeime, die natürlich dann eben viel zu zum Tode beitragen. Ja, das heißt also, wir sind uns gar nicht klar, und dann denken wir daran, die Todesfälle durch unsere Rüstungsindustrien, also zum Beispiel vor lächerlichen circa 70 Jahren hatten wir noch hier in Europa 60 Millionen Tote durch einerseits Vergasung von 6 Millionen Juden und Ermordung von 6 Millionen Juden und dann ansonsten ungefähr ja an die 60 Millionen Tote durch unsere kapitalistischen marktwirtschaftlichen Rüstungsindustrien, die mal wieder ein bisschen Umsatz brauchten und deswegen dann wahrscheinlich einem Verrückten wie Adolf Hitler natürlich dann an die Macht geholfen haben, so ähnlich wie in den USA die Rüstungsindustrie
Industrie George W. Bush an die Macht geholfen hat, der sich dann ja auch herzlich mit munteren Kriegen bedankte, in denen die Rüstungsindustrie mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen konnte. Ja, also das heißt, die meisten Bürger sind sich gar nicht im Klaren darüber, dass wir alle nur Opfer sind, dass wir alle irgendwo da oder dort abgeschlachtet werden, in den modernen Schlachthäusern oder auf den Schlachtfeldern. Und wer denkt, die Zeiten wären alle vorbei das Abschlachten der nordamerikanischen Indianer wäre ja schon so, durch uns Europäer wäre ja schon so lange her und das wäre gar nicht mehr real. Der soll sich nur daran erinnern, die nordamerikanischen Indianer von heute heißen Saddam Hussein und Millionen Iraker, die abgeschlachtet wurden, weil die Rüstungsindustrie wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle brauchte. Und im Moment sozusagen werden viele Menschen auch getötet durch weltweite Corona-Lockdowns, weil die Pharmaindustrie, die Impfindustrie und die Testindustrie mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle brauchte. Und das Paradoxe ist, dass sogar dieser kräftige Schluck aus der Pille sogar Teile der Medizinindustrie wieder schädigt, weil die Krankenhäuser teilweise leer stehen, weil jetzt durch diesen Schluck aus der Pulle der Impfindustrie und pharmazeutischen und Testindustrie jetzt wiederum die Leute Angst haben, überhaupt in Kontakt mit Medizinern zu kommen. Wobei es sogar dann nicht ausgeschlossen ist, dass dadurch im Moment sogar weniger Menschen sterben, weil ja sie nicht iatrogen getötet werden können. Also wer Angst hat vorm Arzt und nicht hingeht, hat zumindest das Risiko, nicht vom Arzt getötet zu werden. Natürlich hat er dann das Risiko, dass seine ernährungsbedingte oder bewegungsmangelbedingte und lebensstilbedingte Erkrankung dann halt von sich aus zum Tode führt. Ne? Aber diese Risiken könnten sich auch teilweise aufheben. Ne? Das heißt also, oder denken wir an, wie heißt er? Libyens Gaddafi, der abgeschlachtet wurde, wie viele andere Libyer auch, weil eben die Rüstungsindustrien mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle brauchten und so weiter. Und das läuft alles nicht bewusst. Das sind alles gewinnbringende Irrtümer. Wir haben einfach in den Industrien und entsprechend auch in der Politik Menschen, die sich irren und die deswegen aufgrund ihre Irrtümer Kriege für ein angemessenes Mittel halten und deswegen dann immer wieder Menschen abschlachten. Und Deutschland hat sich ja jetzt schon wieder angeboten als Kriegsopfer auch, indem Deutschland sich eben entsprechend der Rüstungsindustrien aufgrund der Irrtümer, die auch die Rüstungsindustrien in die Politik hineintragen, hat ja Deutschland wieder an so vielen Kriegen gegen andere mitgewirkt, dass man sich genügend Hass auf sich gezogen hat, um dann demnächst auch wieder in einen großen Krieg verwickelt zu werden. Ne? Also das heißt, der normale Bürger hat eine völlig falsche Vorstellung davon. Man hat so ein paar Jahrzehnte mal, ist man nicht direkt zerbombt worden und schon denkt man, man sei in Sicherheit. Ne? Nur weil natürlich zwischen den Kriegen immer mal eine Atempause gemacht wird. Ne? Also, ja, gehen wir es mal durch. Also das heißt, das Resümee ist, wir werden von allen Seiten, ach so, das muss ich noch sagen, Menschen, also die Altersforscher und es gibt viele wissenschaftliche Hinweise, dass wir zumindest heute eine Genetik haben für circa 127 Jahre gesundes Leben und einen sanften und schmerzlosen Einschlaftod von 100, jetzt mit circa 127 Jahren plus minus natürlich. Ne? Und davon werden uns Jahrzehnte
geraubt, durch die durch die Ernährungsgifte, durch die Medizingifte, durch alles Mögliche werden uns durch den krankmachenden, denaturierten Lebensstil und so weiter, Bewegungsmangel, werden uns Jahrzehnte der Lebensdauer geraubt und die Gesundheit verlieren wir eigentlich schon mit circa durchschnittlich 45 Jahren. Das heißt also, wir sind alle Opfer einer Sache, der Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus. Es gibt nur diese eine Ursache, ist die Ursache von allem. Das ist die Zentralursache. Und dementsprechend sind die sozusagen hier die wichtigsten Zentralirrtümer, die uns am meisten ermorden, sind also Markus Kralls Irrtümer und Hans-Werner Sinns Krall. Die stehen natürlich nur stellvertretend, ja. Wir könnten noch KenFMs Irrtümer dazu tun, aber gut, also KenFM können wir ja mal kurz erwähnen. KenFM, der steht stellvertretend für all die Verschwörungstheoretiker, die zwar richtig erkennen, dass da was Schlechtes am Laufen ist, das aber irgendwelchen angeblich bösartigen Personen in die Schuhe schieben, anstatt zu erkennen, dass das Bösartige an sich die Marktwirtschaft ist und nichts anderes, ja? Und dass nicht die Personen schlecht sind, sondern die Personen einfach nur sozusagen sich gemäß dem Rahmen der Marktwirtschaft evoluiert haben in eine Richtung und dieser Wunsch, sozusagen der animistische Wunsch des Kindes, sozusagen immer eine lebendige Instanz verantwortlich zu machen, sozusagen für die Kraft der Marktwirtschaft macht KenFM und die anderen Verschwörungstheoretiker machen die bestimmte Menschen verantwortlich. Dabei sind die Menschen ja geformt durch die Marktwirtschaft und den Kapitalismus. Ja, wir haben wahrscheinlich bis zu 400.000 Jahre Markt hinter uns und dieser formt uns alle psychisch. Also wie Ulrike Herrmann so schön gesagt hat, wir sind durch und durch Kapitalismus. Der Kapitalismus ist in uns und aus uns und wir sind Kapitalismus, ja? Und das gilt eben auch für die zu. Also die Verschwörungstheoretiker können wir schon mal mit einem Federstrich abhaken. Das ist antinaturwissenschaftlicher ja, Kinderkram letztendlich, ne? Das ist Kinderdenken, ja, da immer der böse Mann oder die böse Frau, ne? Ja, vergessen wir das. Also, schauen wir uns an. Markus Krall und Hans-Werner Sinn, also die verwalten die lebensgefährlichsten Zentralirrtümer hier im Internet. Schauen wir es uns an. Also, Schluck Wasser. Der erste Früharzt und Frühhändler der Evolution lebte noch in der Wahrheit und sagte: Ach toll, dass ihr in euren kommunistischen, in eurem Bonobo-Kommunismus als zweite Bonobos sozusagen so liebevoll miteinander umgeht und so viel Sex habt und die Männer schenken alles den Frauen und Kindern ihrer geliebten Kommune. Was sollen sie auch sonst mit allem antun? Niemand akkumuliert, niemand ist geld- oder machtsüchtig und so weiter. Wunderschön ist das alles mit anzuschauen und toll, dass ihr euch nur naturbelassen ernährt, Gemüse, Obst und so weiter in der naturbelassensten Form und bloß nicht von dem denaturierten modernen Zeug, das angeboten wird. Macht nur weiter so, dann braucht ihr mich als Arzt, praktisch als Früharzt gar nicht, weil dann habt ihr so starke Immunsysteme, dass ihr auch auf so winzigste Tierchen und sowas gar nicht achten müsst, weil ihr dann viel zu stark für das ganze Geschehen seid. Ja? Und dann taucht irgendwann nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig der erste sich irrende Früharzt und Frühhändler auf und der sagt: Ach nein,
Ist das ekelhaft, euer Geschmuse und so weiter. Ach, hört damit auf, das ist ja unkeusch, unmoralisch, lasst das sein. Und außerdem meine denaturierten Nahrungsmittel, die sind genauso gesund wie die anderen, die könnt ihr problemlos kaufen. Und außerdem braucht ihr von mir als Früharzt, ihr könnt nur gesund bleiben, wenn ihr meine Impfungen, Tests, Bestrahlung, Chemotherapien oder Operationen regelmäßig kauft. Das ist eure einzige Chance, gesund zu leben und alles andere bringt euch, also ohne das könnt ihr gar nicht gesund leben. Kann dabei nicht erklären, wie überhaupt viele Millionen Jahre vorher die menschenähnlichen Lebewesen problemlos überlebt haben ohne ihn, aber er glaubt das, er glaubt diese Irrtümer. Und aufgrund dieser Irrtümer wird ein Teil der Menschen beeinflusst werden und wird dann zu Kunden werden. Außerdem erzählt er dann noch so eine Geschichte. Ja, eine Kommune hat die andere nachts überfallen und totgeschlagen. Das war ein Blutbad und so weiter. Und die Leute werden jetzt verängstigt, kaufen ihm massenhaft seine Steinäxte als primitive Waffen ab und denken zum ersten Mal darüber, über einen Angriffskrieg nach, nämlich präventiv die Nachbarn totzuschlagen, um selbst nicht getötet zu werden. Und so kommt dann der Krieg wieder in die Welt, denn Gewalt, war schon. Seit circa 4 Millionen Jahren war Gewalt in einem Aussterbensprozess gewesen und selektiert worden und hin zu einem hochentwickelten Pazifismus sozusagen. Und jetzt bringt also der marktwirtschaftliche Händler wieder den Krieg in die Menschheit zurück sozusagen. Eine Regression, hätte Sigmund Freud gesagt. Ja. Also das heißt, auf Deutsch gesagt, Markus Krall und Professor Hans-Werder Sinn tragen die gefährlichsten Irrtümer im Kopf, nämlich dass sie meinen, Markt wäre eine akzeptable Gesellschaftsform. Wobei ich sagen muss, Marktelemente sind positiv unter einem heilsamen, schützenden, planwirtschaftlichen Dach. Sind Marktelemente sehr wertvoll, ja, und Leistungselemente und so weiter können sehr wertvoll sein, aber niemals dürfen sie ohne ein planwirtschaftliches Dach im Raume stehen, wie zum Beispiel die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die also sozusagen dann diesen Profit hier nicht mehr ermöglicht. Also hier, ich war ja dabei, der hat also verdient unheimlich viel, weil er mit seinen gewinnbringenden Irrtümern die Menschen manipuliert ins Kranksein hinein sozusagen und in die Fehlernährung hinein. Und dann kann er hier 2 Kinder, 3 Enkel, 2 Urenkel, eine Großfamilie des Handels und der Medizin begründen sozusagen und in die Welt setzen und starten. Und das wird gestoppt durch die Wohlfühlstimme. Da wird dann gemessen, und wird festgestellt, dass die Kunden sich ja vom Wohlfühlen und den Gesundheitsdaten her ja immer schlechter entwickeln. Und dann kriegt er natürlich keinen Verdienstzuschlag. Und dann muss er sich umstellen zu den Wahrheiten. Und die Wahrheiten findet er hier bei diesen, von denen es zu allen Zeiten immer noch so ein, zwei Leute auf der Welt gibt, die diese Wahrheiten noch teilweise kennen, nämlich wie man gesund lebt und leben kann ungefähr und so weiter. Ne? Ja, also das heißt, da haben wir es. Der riesige Irrtum also von Markus Krall und Hans-Werner Sinn, deren Irrtümer sind das, was uns die letzten, ja, bis maximal 400.000 Jahre unser aller Leben ruiniert hat und uns all die Kriege gebracht hat und so weiter und all das gebracht hat. Also 400.000 Jahre Lebenszerstörung durch solche Ideen, wie Dr. Markus Krall und Professor Hans-Werner Sinn sie verbreiten, ne? Ja, dann haben wir hier, gehen wir doch mal von hinten heran, so mal ein bisschen, ja, dann haben wir, ja, Gradido, und wir haben hier Christian Felber, die Gemeinwohlökonomie. Das sind alles Konzepte, die
wenn man sie so in Europa anwenden würde, sozusagen einen volkswirtschaftlichen Totalruin erzeugen würden, weil sie Elemente an sich haben, wenn alles umgesetzt würde, was Christian Felber so denkt oder aus die Begründer von Gradido so denken, dann wäre die europäische Volkswirtschaft total ruiniert, weil alle Unternehmer, alle Arbeitsplatzschaffenden und so weiter, alle die kreativen Köpfe des Landes, die innovativen Köpfe des Landes sich sofort überlegen würden, bevor die Sachen eingeführt würden, ob sie nicht schleunigst raus aus Europa gehen würden in andere Teile der Welt. Denn sie würden alle mehr oder weniger enteignet werden, oder ich denke nur an Christian Felber, wo es dann ja zur Gemeinwohlbilanz gehören soll, dass dass zum Beispiel nur maximal ein 20- oder 10-faches Einkommen verdienen darf, als höchstes Einkommen im Unternehmen, verglichen mit dem geringsten Einkommen des Unternehmens, während bis im Moment, glaube ich, in der Welt ja zigtausendfach höhere Einkommen an die Spitzenleute gezahlt werden. Und diese Spitzenleute würden natürlich alle Europa verlassen, bevor solche Dinge eingeführt würden und bevor Gradido würde auch noch zur Enteignung aller Sparer führen, weil das Geld ja an Wert verlieren würde, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn nicht, bitte korrigieren. Aber das heißt also, diese Totalenteignung aller Vermögenden sozusagen würde eben dazu führen, dass die alle das Europa verlassen würden und dann wäre Europa wahrscheinlich am Ende der ärmste Kontinent der Erde, der übrig bliebe. Denn das vergessen die Menschen immer wieder hier dieser Denkfehler. Wo ist der Denkfehler? Moment. Der größte Denkfehler, ich glaube, der im Moment so in der Menschheit rumgeistert. Wo ist es? Na, bin ich jetzt blöd? Na? Sorry. Ich muss immer hier in der Bilder. Ah ja, der größte Denkfehler der Menschheit ist ja, sozusagen, ja, vielleicht erstmal der kleinere der Denkfehler. Der kleinere der Denkfehler ist, man könnte hier sozusagen denen vors Schienbein treten und die würden alle sagen: Hurra, Jubel, ich finde es toll, dass ihr mir fürs Schienbein tretet, mich enteignen wollt, mir finanzielle Riesenschäden zufügen wollt und mir stattdessen als Ausgleich nicht etwas Neues geben wollt, sondern mir letztendlich alles nur wegnehmen wollt. Und ja, und ich bin so ein Masochist, dass ich dann begeistert Hurra schreie und dann sage: Ja, to toll, was ihr machen wollt. Ich denke nur hier, ich erinnere mal an hier Extinction Rebellion müsste hier irgendwo stehen, Extinction Rebellion, ja, zum Beispiel, ja, die dann sagen, wir sagen, ja, wir machen, liebe Politiker, wir entmachten euch, wir wollen eine Bürgerinnenversammlung oder so etwas, oder andere wollen dann diese per Los gewählten Bürgerparlamente und kapieren nicht, dass das, wenn man einmal sozusagen die Politiker auch zu Mächtigen gemacht hat oder zu Milliardärskönigsähnlichen gemacht hat, also zu Herrschern gemacht hat, wenn man einmal eine Kaste zugelassen hat, dass man dann nicht die Möglichkeit hat, mehr die einfach zu entmachten. Ja, sondern die werden sich das nicht gefallen lassen, denn die bestimmen ja in dem Parlament darüber, ob diese Entmachtungsmöglichkeit überhaupt stattfinden kann. Ja, sondern wir müssen die durchfüttern. Also die Politiker müssen wir durchfüttern und müssen ihnen ihren Platz lassen. Und müssen aber ihnen eine Gesetzesänderung anbieten, in der sie mitgehen können. Ja? Also ein Politiker ist ja nicht so, dass er jetzt sagt, ich will unbedingt mein eigenes Leben zerstören. Ich will unbedingt, dass es weitergeht mit der Ernährungsvergiftung und ich und meine Kinder und Enkelkinder auch von dieser Ernährungsvergiftung betroffen sind. Der Politiker sagt ja nicht, ich will unbedingt, dass ich von der Medizinindustrie zu Tode operiert werde. Das will ich ja auch nicht unbedingt. Also eigentlich bin ich doch, will ich doch eigentlich, wenn ich wirklich nachdenke und nach langem
langem Nachdenken will ich doch die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme. Und wobei eben nur, wenn Greta Thunberg, Fridays for Future, Extinction Rebellion und so weiter, lange genug soll die Konzepte der Next Scientists for Future.de in die Diskussion geworfen haben, dann wird die Politik sich dem nicht entziehen können. Wenn durch viele Talkshows das als durch und durch diskutiert wurde, wird es so kommen, dass die Politik sagen wird, ja hoppla, also das, was die Next Scientists for Future.de wollen, das ist ja auch gut für mich. Und wenn ich jetzt als Politiker vor der Alternative stehe, will ich weiter von den Lobbyisten Parteispenden bekommen? Will ich kleine Bestechungsgelder bekommen von den Lobbyisten und will dann hinterher noch mal eine Karriere in der Wirtschaft machen, wo ich dann große Gehälter kriege? Ja, da kriege ich viel Geld. Da kriege ich mehr Geld, als wenn die Wohlfühlstimme und andere Maßnahmen eingeführt werden. Aber kann das Geld mir, macht denn Geld allein glücklich? Die Next Scientists for Future bieten mir als Politiker an viel mehr Gesundheit, viel größere Langlebigkeit, 10-fach höhere Lebensqualität, Lebenslust und Lebensfreude. Kann das wirklich das Geld ersetzen, wenn ich das Lobbyistenspiel weiterlaufen lasse und die Konzerne weiterhin uns bezahlen lasse und so weiter und so weiter? Kann das ersetzen? Und wenn ein Politiker vernünftig nachdenkt, wird er zum Schluss kommen, dass Lebenslust und Lebensfreude und Gesundheit und hohe Langlebigkeit eben nicht zu ersetzen sind durch so ein bisschen mehr Geld. Er weiß, auch der Politiker weiß doch jetzt schon nicht mehr, was er mit dem noch mehr an Geld anfangen soll, außer dass er sich einen immer dickeren Bauch isst und immer mehr ernährungskrank wird und so weiter. Ja? Also von daher, ich glaube, Fridays for Future, Greta Thunberg, wo ist sie? Da ist Greta. Greta Thunberg und Extinction Rebellion und Luisa Neubauer und so könnten gemeinsam die Politik überzeugen, dass die Einführung der Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die ja auch dem Politiker die Möglichkeit gibt, dass die Wirtschaft dazu zu bewegen, dass sie seiner Gesundheit nutzt, seiner Langlebigkeit und seiner Lebenslust und seiner Lebensfreude nutzt, ja, dass sie das, die Politiker das erkennen, dass das für sie sozusagen besser ist, als noch ein paar Euro zu bekommen, mit dem sie sowieso nicht wissen, was sie jetzt noch konsumieren sollen und was sie daraus für ein Glück noch gewinnen sollen, wenn sie von der Industrie, von den Lobbyisten noch ein bisschen mehr Geld bekommen und noch eine Parteispende mehr. Ja, also das wird das die große Abwägung sein, und ich glaube, dass Fridays for Future, Greta Thunberg und so weiter und Extinction Rebellion, wenn sie die Next Scientists for Future.de mitnehmen in die große weltweite Diskussion zur Weltheilung, dann kriegt man das hin, die Politiker zu überzeugen. Aber von einer Bürgerinnenversammlung, ja, das würde ja bedeuten, dass die Politiker einfach so entmachtet würden, sozusagen, wenn die Bürgerinnenversammlung überhaupt etwas zu sagen haben soll. Und das, dann würden die Politiker eben wieder sagen, so würden sie genauso wie die Milliardärskönige einfach nur sagen, ja, man will mir was wegnehmen und man will mir nichts geben. Ja, denn der Plan von Fridays for Future und Greta Thunberg bedeutet letztendlich, wir nehmen euch nur was weg, wir geben euch nichts. Ja? Während der Plan der Next Scientists for Future.de sagt, wir geben euch ganz viel und einen volkswirtschaftlichen Gesamtaufschwung bei gleichzeitigem Postwachstum und Degrowth. Ja? Aber weil wir eben zum Beispiel das Spiel beenden, dass die Ernährungsindustrie euch alle krank macht und dann die Medizinindustrie euch nochmal gewinnbringend verwurstet und vermarktet sozusagen und verwaltet. Ja, also das heißt hier,
Greta, und deswegen eben, weil durch Beendigung, ja, der Verschwendung, liebe Greta, so viel Geld frei wird, können wir euch eben den Kohlestopp 2026 vollfinanziert, ohne dass irgendjemand unentschädigt bleibt, anbieten und den 900 Milliarden Euro 7 Jahre planen, weil eben, wo ist es? Hier. Weil diese bisherige Geldverschwendung aufhört, ja? Also sozusagen diese bisherige Geldverschwendung, da könntet ihr euch durchklicken. Ich gehe mal hier oben drauf. Hier, na, was ist hier? Spiegel, Verschwendung in der Wissenschaft, ja? Wissenschaftselite beklagt zu viel Forschungsmüll, ja? Systemkritik und so weiter. Ja, also von daher es sind hier habt ihr 20 Links, wo ihr nachgucken könnt, wo die vielen Milliarden im Moment durch den Kapitalismus, die Marktwirtschaft verschwendet und vergeudet werden und die durch die Maßnahmen der Next Scientists for Future, angefangen mit der Wohlfühlstimme und 20 weiteren Reformen, werden diese Verschwendungen aufhören, und zwar endgültig ein für mal aufhören. Und das bedeutet, dass dann ein fin einfach 500 Milliarden pro Jahr circa, ist natürlich immer nur ein Schätzwert, pro Jahr finanziell zur Verfügung stehen werden. Und aus dem heraus können wir auch die Welt neu gestalten und so, und eben sehen, dass wir zum Beispiel selbst könnten wir dann klimaneutral werden. Aber wie gesagt, das wäre ja die Gegenleistung der Next Scientists for Future. Die nextscientistsforfuture.de können die ganze Sache mit dem Klima nicht beurteilen. Aber sozusagen, das wäre das Koalitionsangebot an Greta und so weiter. Das Koalitionsangebot bedeutet eben, liebe Greta, ihr bekommt das als Gegenleistung, liebe Extinction Rebellion, ihr bekommt den Kohlestopp 26 als Gegenleistung für eure Mithilfe. Dabei eben, dass dann gemeinsam ihr eure Medienmacht nutzt, um das in die weltweite Diskussion zu werfen. Den Ansatz der Next Scientists for Future.de. Alles ein Wort. Ja, Schluck Wasser. Ja, schauen wir doch mal nochmal nach den weiteren Irrtümern. Ja. Ja, dann haben wir also bei der Gemeinwohlökonomie ist auch das Problem, dass wir bei der Gemeinwohlbilanz zwar schöne Punktwerte haben, aber dass diese Punktwerte letztendlich auf subjektive Einschätzungen am Ende von Wirtschaftsprüfern für Gemeinwohlbilanzen zurückgehen. Und darauf kann man, mein Eindruck ist, darauf kann man keinen Staat aufbauen. Also knallharte Wohlfühlstimmen, ja, die also sozusagen eine tägliche Bürgerversammlung darstellen. Wenn jeden Tag zum Beispiel, ja, sagen wir 2, 3 Millionen Menschen eine veränderte Wohlfühlstimme oder Note dem Bundeswahlleiter übermitteln, vielleicht in Kabinen, in den Supermärkten oder überall, vielleicht wird es in Deutschland ganz kleine Datenübermittlungskabinen geben, wo man also regelmäßig seine veränderte Wahlstimme dem Bundeswahlleiter durchgeben kann. Dadurch ist es ein tägliche Volksabstimmung, eine tägliche Bürgerinnenversammlung und so weiter. Alle werden sich nach diesen Wohlfühlstimmen richten müssen, weil jede Entscheidung gegen diese Wohlfühlstimmen sofort zum nicht mehr wiedergewählt führen bei der nächsten Wahl. Und sozusagen nur noch die Partei, die ihr Bundesland sozusagen so regiert, dass die Wohlfühlstimmen der Bürger besser werden durchschnittlich und die Gesundheitsdaten
Daten der Bürger besser werden, nur die wird überhaupt noch wiedergewählt werden. Denn alle Zahlen werden ständig brandtransparent beim Bundeswahlleiter zur Verfügung stehen der Bevölkerung, sodass man immer gucken kann, was welche Partei für eine Auswirkung auf welches Bundesland, auf welche Kommune hat und auf sozusagen, ja, und dadurch kann man dann beurteilen, wenn Parteien in den Bundesländern versagen, dann werden sie wahrscheinlich auch im Bund versagen. Ja, und beim Bund kann man halt sehen, ob die Wohlfühlstimmen aller Bürger zusammengenommen sich positiv entwickeln oder eher negativ entwickeln unter der Regierung einer bestimmten Partei. Und dann haben wir also sozusagen, haben wir alle Macht bei den Bürgern und trotzdem haben wir den Politikern ihre gut bezahlten Jobs gelassen. Und die werden zwar sich bemühen, ganz viele sozusagen neue, hochfähige Hilfskräfte aus der Wirtschaft und Staatsmanager und so weiter in die Politik reinzuholen. Die werden sich die besten Beratungskräfte der Welt reinholen, weil sie eben nur überleben können als Politiker, wenn sie eben nicht mehr selber entscheiden, sondern in erster Linie höchst kompetente Leute als Berater zu sich reinziehen, weil sie ja nur noch überleben können als Politiker, wenn sie bei ihren Bürgern und damit ihren Kunden bestmögliche Wohlfühlstimmen und Gesundheitsdaten hervorrufen. Und dann brauchen wir doch gar nicht irgendwelche Politiker zu entmachten. Wir brauchen doch niemanden seinen politischen Job und seine Machtfülle streitig zu machen. Und damit haben wir reale Chancen. Während alle anderen Ansätze, all die anderen Ansätze, die da was anderes wollen, da werden alle Politiker gegen Sturm laufen. Und machen wir uns noch mal klar hier, machen wir uns das noch mal klar. Hier war Greta Thunberg, wo ist unser Milliardärskönig? Ja, also wenn wir uns klar machen, dass jetzt eine Partei zum Beispiel, würde solch eine Bürgerversammlung, Bürgerinnenversammlung, vielleicht aus zufällig Ausgelosten und so weiter, würde das sozusagen schaffen, dass es eine Partei gibt, die das will und die Partei würde nach und nach hochgewählt werden, dann braucht die aber 51% aller Wahlstimmen, um es selber sich zu, die Bürgerversammlungen zu ermächtigen. Denn alle anderen Parteien, da werden die Politiker alle Angst um ihren Stuhl haben, um ihren Posten haben und werden dagegen stimmen sozusagen, werden auch nicht koalitionsbereit sein zu solch einem Thema, dass sie selbst an ihrem eigenen Stuhle sägt sozusagen. Nein, wir müssen damit leben, dass wir diesen Apparat der Abgeordneten weiter werden durchfüttern müssen. Und das ist ja, das können wir ertragen, ja, damit können wir doch leben. Wir haben ihnen einmal die Macht gegeben und die werden die Macht nicht wieder loslassen. Also müssen wir sie ihnen lassen. Ja, und das ist doch kein Problem, wenn es ansonsten alles gut für die Menschheit läuft, ne? Und dann ist es eben so, ja, muss man sich noch mal klar machen, dass dann eben, wenn dann die wie jahrzehntelang in der Politik sind und von den Milliardärskönigen umworben werden und eingeladen werden, wie von der High Society und die Lobbyisten sie in die High Society einladen und ihnen schon mal schmackhaft machen, was sie so alles so kriegen, so als Teil der High Society jetzt, ja, dann werden die genauso eingewickelt, wie die Grünen eingewickelt worden sind und alle Ideale werden verschwinden und bis die dann eine große Partei sind, sind sie selbst gar nicht mehr interessiert daran, ihre eigenen Privilegien als Politiker aufzugeben. Und deswegen wird das nicht dazu kommen. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nicht dazu kommen, dass eine Bürgerinnenversammlungspartei jemals 51% der Wählerstimmen erreicht. Ja? Das geht jetzt nicht mehr, weil die Welt so verfahren ist, dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Das wäre am ersten Tag der Gründung eines Staates noch denkbar, aber jetzt ist das nicht mehr möglich, denke ich. Ja, also das heißt also letztendlich, und dann außerdem beruht die Idee der Bürgerinnenversammlung auch auf einem entscheidenden Denkfehler.
Ja, der Denkfehler ist immer der, die völlige Ablehnung der Naturwissenschaft ist das, was die Leute im Kopf haben. Die sind voll mit allen möglichen Ideologien, aber nicht mit der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist, dass die Naturwissenschaft tausendfach bewiesen hat, dass die Evolution, in der wir uns alle befinden, mit DNS und Genomen und so weiter, wir selbst haben ein Genom und so weiter, in jeder Zelle von uns und so weiter, dass wir also sozusagen, dass diese Ungleichheitsgeneratoren sind, ja? Das heißt, die ganze Evolution hat es nur gegeben und uns hat es nur gegeben, ja? Unsere Urgroßmutter für vor 3,5 Milliarden Jahren war ein Einzeller. Das sah also aus wie eine einzige Zelle. Und nur durch Ungleichheitsgeneration und Selektion sozusagen, durch Mutation. Mutation ist ja nur ein anderes Wort für Ungleichheitsgeneration, ja? Nur durch Ungleichheitsgeneration und Selektion konnte es überhaupt zu einer Entwicklung kommen, sodass aus unserer Urgroßmutter Einzelle irgendwann eine Urgroßmutter affenartig wurde und daraus eine Urgroßmutter zweiter Bonobo sozusagen Homo sapiens irgendwann werden konnte, ja? Das heißt also und da aufgrund dessen gibt es zu jeder Zeit der Menschheit auch Ungleichheitsgeneration bei den Gehirnen und deswegen gibt es saudumme Menschen und saukluge Menschen. Und es gibt durchschnittliche Menschen und so weiter. Ja, also das heißt, die Evolution erzeugt grundsätzlich Vielfalt, immer wieder neue Vielfalt. Also wenn zwei Eltern, die hier angesiedelt sind, genau im Durchschnitt, also IQ 100 sozusagen, 100 Punkte, dann werden die Kinder haben, die nicht identisch IQ 100 haben, ja, sondern die werden streuen rund um diese 100. Die werden in einem kleinen Umkreis streuen, ja. So, und dann wird die Selektion letztendlich auswählen, wer wieder Enkel hinterlässt und wer nicht und so weiter, ja. Das bedeutet also, dass der größte Irrtum der Menschheit, der gefährlichste Irrtum der Menschheit ist, alle Menschen sind Genies. Alle, wenn sie nur ein bisschen vernünftige Bildung kriegen, sind alle Menschen Genies. Also alle Menschen sind hier angesiedelt, ja, sind alle gleich, ja, und für alle, ja, und dabei ist das genau der zentralste Irrtum, ja. Und jetzt ist der Punkt so, wenn wir eine Bürgerinnenversammlung machen, dann hätten wir viele durchschnittliche Leute und so weiter, aber wir hätten nur sehr wenige von den Allerbesten dabei und die hätten ja auch nur ganz wenig Stimmkraft. Ich möchte aber von den Allerbesten der Welt regiert werden, ne? Und die Allerbesten der Welt kriegen wir nur rein, wenn die Wohlfühlstimmen ausschlaggebend sind, weil dann nämlich die Politik sich die besten Ratgeber der Welt holt und dann sozusagen letztendlich die besten Konzepte der Welt mir helfen, dass meine Wohlfühlstimme und meine Gesundheitsdaten verbessert werden und meine Langlebigkeit verbessert wird und so weiter und meine Lebenslust und meine Lebensqualität und so weiter. Ich möchte nicht von durchschnittlich mäßig intelligenten Menschen kaputt regiert werden. Ich möchte nur von den Besten der Welt regiert werden. Und das kriegen wir besser hin, wenn mit der Wohlfühlstimme und so weiter. Und die Bürgerinnenversammlung, das habe ich ja eben gezeigt, ist unwahrscheinlich, dass es jemals dazu kommt, weil sozusagen man jetzt nicht einfach so mehr die politische Kaste entmachten kann. Das geht nicht mehr. Das ist zu spät. Zu spät. Erbarme, zu spät, die Hesse komme. Ne? Die Zeit ist vorbei. Ja? So. Außer eine gewaltsame Revolution, aber dann kriegen wir wieder Stalinisten und Diktatoren und Mörder und Abschlachter, dann werden wir alle wieder abgeschlachtet durch irgendwelche Diktatoren. Ne? Das wäre aber die Alternative. Ne? Das muss man zugeben. Das wäre die Alternative, dass wir dann wieder uns dann halt von Diktatoren abschlachten lassen. Ne?
Ja, das heißt also, Christian Felber und Gradido würden gleichermaßen Europa volkswirtschaftlich total ruinieren, schon bevor deren Reformen eingeführt werden, der Gradido als Geld eingeführt wird, die Gemeinwohlbilanz eingeführt würde, würden alle vernünftigen, hochleistungsfähigen Menschen und Unternehmen und Arbeitsplatzschaffer Deutschlands das Land schon verlassen haben. Ja, denn die sind ja nicht dumm, die kriegen das ja mit, bevor das eingeführt wird, ne? Ja, und dann hat sicherlich Sarah Wagenknecht und Kevin Kühnert, ja, die stößen in dasselbe Horn. Eigentlich, die versuchen beide mit ihrer Politik auch zu überreizen. So nach dem Motto, wie viel kann ich den Reichen wegnehmen, bevor sie abwandern? Wie viel kann ich den Leistungsträgern wegnehmen und sie den Unfähigen, die Gelder den Unfähigen geben und den Unqualifizierten und den Ungebildeten geben und den Menschen mit niedrigem Intelligenzquotient geben, bevor mir zu viel viele von den Leistungsträgern abhauen. Und das ist sozusagen, ja, das bringt uns nicht viel weiter, ja, weil das bedeutet einfach nur, dass die ein riskantes Spiel spielen und eben diese Überlegungen in diese Richtung verantwortlich sind, dass wir schon angeblich Hunderttausende pro Jahr an deutschen Leistungsträgern das Land verlassen, während immer mehr offensichtlich wenig qualifizierte Menschen zuwandern, ja. Also wir haben viel zu viel wenn, Zuwanderung. Also wenn wir Zuwanderung, also wenn wir Zuwanderung nach Deutschland wollen, dann doch bitte aus aller Welt die Höchstqualifizierten, ja? Also das bringt uns auch frische Gene, das kann sehr wertvoll sein. Also es spricht vieles dafür. Wir müssen uns ja und genetisch immer wieder mal auffrischen, Europa, ja? Und dann könnte es uns schon helfen, aus aller Welt, wenn die Genies aus aller Welt, aus allen anderen Staaten der Erde zu uns kämen, das wäre ja wünschenswert. Aber da das nicht so leicht sein wird, die einfach so zu bekommen, ist es sinnvoller, wenn diese unsere eigenen Bürger hier wieder mehr Kinder bekommen. Ja? So. Ja, und dann wird sich natürlich auch am Rande wird sich natürlich auch immer die Frage stellen hier, ob unsere Multikulti-Gesellschaft, ob die dann mit einer Wohlfühlgesellschaft vereinbar ist. Ob es, ja, wenn dann vielleicht von sich aus und freiwillig viele Menschen plötzlich wieder anfangen, ausgehend von den Hausarzt-Gesundheitskommunen, die sich dann bilden werden von selber, wenn dann viele anfangen, wieder damit zu experimentieren, bonobo-kommunistisch wieder leben zu wollen, also unsere Urlebensweise wieder zu entdecken, ganz langsam und behutsam, ja, dann wird sich die Frage stellen, ob sozusagen das vereinbar ist, wenn man mit seinen liebevollen kommunistischen, bonobo-kommunistischen, urkommunistischen Kommunen sozusagen dann lebt und um sich herum viele andere Kommunen hat und so weiter. Und wenn dann überall dazwischen sozusagen Parallelgesellschaftskommunen sind, die sich nicht mit der europäischen Bevölkerung durchmischt haben, sondern ihr Eigenleben geführt haben. Ja, aber das wäre alles auch kein Problem, denn wenn dann vielleicht irgendwann eine große Volksentscheid zusätzlich zu den Wohlfühlstimmen dann ergeben hätte, sozusagen, dass man sagt, nein, also das mit den Parallelgesellschaften, das war keine gute Idee, irgendwie bewährt sich das nicht und wenn dann die Gesellschaft mehrheitlich sozusagen sagen würde, wir nehmen einen kleinen Teil dieser 500 Milliarden Euro jährlich und helfen den Parallelgesellschaften sozusagen wieder in deren Heimat wieder ein
gutes Leben aufzubauen und so weiter und so weiter. Das wäre jederzeit natürlich denkbar. Also wir haben ja alle Möglichkeiten offen, wenn wir so viel finanziellen Spielraum bekommen durch die Wohlfühlstimme und die anderen 20 Reformen der Next Scientist for Future.de, haben wir auch diese Möglichkeit, also die Welt wieder, denn evolutionsbiologisch ist es ganz einfach. Also ich muss vielleicht noch mal hier, ja, ich gehe noch mal hier zurück. Also wenn wir uns klar machen, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das wäre eine Erdkugel, das ganze Bild jetzt hier, ich weiß es, Sie sehen nur einen Ausschnitt davon, aber das ist eine Kugel hier. Und wenn das wäre jetzt mal die Erdkugel, dann ist es so, dass die verschiedenen Hautfarben und die verschiedenen Teilanpassungen der Art Homo sapiens sozusagen gemäß dem Sonnenlicht sich ausgerichtet haben. Wer also in den Gebieten höchster Sonneneinstrahlung rund in der Nähe des Äquators sozusagen lebt, der entwickelt auch die dunkelsten Hautpigmente zum Schutz vor der zu vielen Sonne sozusagen, und auch andere kleine Merkmale, Konstruktionsmerkmale, also die Evolution sorgt dazu zu Anpassungen an diese Regionen. Und wenn man jetzt diese Menschen, die hier also genetisch konstruiert sind für diesen Lebensraum, jetzt plötzlich schlagartig hier zum Beispiel Richtung Nordpol verschiebt, dann kann das immer auch schwere gesundheitliche Einschränkungen zur Folge haben, weil dann hier keine Passung mehr ist zwischen Genbestand und Lebensumwelt. Also deswegen ist eigentlich jegliche Form der schnellen Migration Unsinn, denn also die Menschheit hat übrigens auch, manchmal wird das so falsch dargestellt, als wäre die Menschheit in einem rasenden Tempo über die Erde gewandert. Das hat nie stattgefunden. Das Wanderungstempo war alle 20 Jahre circa 5 Kilometer. Also wenn Sie mal vorstellen, also quasi in 100 Jahren, also in der, ein Mensch, der 100 Jahre alt wird, bei dem, dessen Gruppe hat sich maximal um sozusagen 25 Kilometer verschoben in seinem Platz, ja, sozusagen. Also es handelt sich in Wirklichkeit um ganz langsame Ausbreitungsbewegungen, bei denen niemals jemand, der hier für das hier angepasst war, nämlich also für maximale Sonneneinstrahlung und sich auch in allen anderen genetischen Merkmalen darauf angepasst war, plötzlich und schlagartig sich tausende von Kilometern Richtung Äquator bewegt hätte, ja, oder zwischen Richtung Südpol bewegt hätte. Das gab es nicht in der Evolution. Das hat erst die Marktwirtschaft, der Kapitalismus künstlich erzeugt, dass es solche Migrationsbewegungen gibt. Und vielleicht sollten wir, wenn wir dann alle zur Vernunft gekommen sind, sollten wir das Ganze wieder entzerren und mit den 500 Milliarden Euro pro Jahr plus dann den Menschen helfen, dass jeder wieder dort lebt, wo er auch am gesündesten leben kann, weil die Umweltbedingungen zu seiner genetischen Ausstattung passen, ja? Und insofern, ja, und wenn doch einige der hochfähigen und hochqualifizierten Ausländer sich bei uns mit durchmischen wollen und eben akzeptiert werden in den Bonobo-Kommunen sozusagen, in dem neuen kommunistischen Kommunen und dort hier gut mitleben können und sich da genetisch mit uns vermischen, also auch sich verpaaren mit der Ursprungsbevölkerung und so weiter, dann ist das herzlich willkommen, weil das ist eine wertvolle genetische Befruchtung sozusagen, ja, eine, die wertvoll ist. Das ist doch sicherlich herzlich willkommen, aber diese Menschen, die neigen sowieso dazu, sich total zu integrieren und die werden dann wahrscheinlich auch eine Chance haben, in den europäischen Kommunen, Bonobo-Kommunen, auch gerne aufgenommen zu werden. Überhaupt werden auch die europäischen Kommunen natürlich alle Milliardärskönige der gesamten Welt dazu einladen, kommt uns doch mal besuchen. Wir haben hier die höchste Lebensqualität der Erde, können wir anbieten, die höchste Lebenslust, den höchsten Liebesgrad. Bringt eure Frauen und Kinder und Enkelkinder mit und besucht uns. Und wenn ihr dann seht, dass das glücklichste Leben in den europäischen
europäischen sozusagen Bonobo-Kommunen ist, dann seid ihr herzlich willkommen. Und wenn ihr dann anfangt, eure Milliarden an die Kommunen zu verschenken, ja, dann geht die Schere zwischen Arm und Reich wieder völlig zusammen und wir alle sind wieder in einer menschengerechten, sehr glücklichen Lebensweise, die so glücklich wie möglich ist, so wie es Evolution zulässt. Evolution lässt niemals ein vollständiges Paradies zu, ja, denn schon allein diese Ungleichheitsgeneration, ja, die ständige Generation von Ungleichheit produziert natürlich auch automatisch immer Leid, denn der Großteil aller Mutationen ist schädlich und produziert deswegen in diesen Individuen Leid. Also es gibt unter Bedingungen, solange es das dieses Universum gibt, solange es die Evolution gibt und die ist unendlich in diesem Universum und solange es DNS und Genome gibt und so weiter, ist ein bisschen Leid unvermeidbar, weil die DNS, also weil die Evolution alleine als Ungleichheitsgenerator grundsätzlich immer auch Leid produzieren muss. Ne? Aber was ist das schon für ein Leid, wenn man in einer Bonobo-Kommune ja, Sex hat mit allen Gruppenmitgliedern und die Tatsache, dass die eigenen Spermien, weil man zum Beispiel hier ein inkompetenter Bonobo-Mann ist, der nicht in der Lage ist, Frauen und Kindern viele Geschenke machen zu können, ja, wenn man das hat, sozusagen diese Situation hat, dann wird man es nicht als besonders schmerzlich empfinden, wenn die Frauenkörper sozusagen Mechanismen eingebaut haben, die diesen Spermien hier sozusagen keinen Zugang zu ihren Eizellen geben, sondern nur den Spermien der Männer aus diesem Bereich einen Zugang zu ihren Eizellen ermöglichen, ja, was ja durch sozusagen den Orgasmus-Ansaugreflex möglicherweise auch die Zeitwahl, wann sie mit welchen Männern Sex haben und dann auch über die Spermakonkurrenz und so weiter. Durch all diese Mechanismen ist ja reguliert, dass eben bei den Bonobos die größte Vaterschaftswahrscheinlichkeit die fähigsten Männer der Kommunen haben und diese hier wahrscheinlich eine Vaterschaftswahrscheinlichkeit haben, die nahe Null geht. Ne? Und das ist doch auch gut so. Ja? Und wir haben es ja in unseren Gesellschaften, in Europa haben wir es geschafft, dass diese hier jetzt kaum noch Kinder bekommen und diese ganz viele Kinder bekommen. Und dazu kann ich noch erwähnen, dass ja auch das bedingungslose Grundeinkommen bedeuten würde, dass es ein riesiges Kindergeld geben würde und dann würden hier massenhaft Kinder produziert werden und dann wäre die Volkswirtschaft Europas ruiniert, total ruiniert. Allenfalls sollten wir diskutieren über ein winzigstes bedingungsloses Grundeinkommen und auch da müssen wir dann ganz kontrovers diskutieren, ob dieses völlige Wegnehmen der Grundangst des Menschen, ob das wirklich zu positiven Ergebnissen führt oder zu negativen Ergebnissen führt. Ja? Aber das kleinstmögliche bedingungslose Grundeinkommen ist etwas, was wir noch heiß genug umstreiten müssen. Bei einem großen bedingungslosen Grundeinkommen, dass wenn also im Prinzip müssten wir staatlich so vorgehen, dass es überhaupt kein Kindergeld mehr gibt. Ja? Denn nur wenn wir null Kindergeld geben, dann ist es sozusagen, wir müssen es zur neuen Moral machen, dass es nur anständig ist, ein Kind in die Welt zu setzen, wenn sozusagen man in der Lage ist, diesem Kind auch etwas Vernünftiges zu bieten und ihm auch eine vernünftige Zukunft zu bieten. Ja? Und das bedeutet dann so, dass die Menschen aus diesem Bereich dann wieder, wie es in der Natur überall ist, die einzigen sind, die Kinder in die Welt setzen, beziehungsweise von ihrem Recht auf wie war das unser Vorschlag oder mein Vorschlag persönlich wäre jetzt sozusagen nicht mein Bauch gehört mir sozusagen, Frauenrecht sozusagen, das Recht an alle Frauen
Mein Neugeborenes gehört mir, sagen wir mal, 15 Stunden lang. Innerhalb dieser 15 Stunden muss ich entscheiden, ob ich das Kind im Krankenhaus oder sonst wo mit was weiß ich, mit Morphiumöl glückselig einschlafen lasse oder ob ich es annehmen will und kann, ja? Und wenn es eben kein Kindergeld mehr gibt, dann werden die Menschen in diesem Bereich natürlich das Kind nicht annehmen und die Menschen in diesem Bereich das Kind annehmen. Und nur so kann Europa volkswirtschaftlich überleben und dem Schicksal der nordamerikanischen Indianer und dem Schicksal von Saddam Hussein und Muammar Gaddafi oder wie er heißt, entgehen. Ja, ja also. Wieder nochmal zurück hier, also was fehlt? Also Christian Felber und Gradido, da fehlt völlig das Bewusstsein, dass wir die Nächsten nach Saddam Hussein sein können, Europa. Dass wir genauso abgeschlachtet werden können wie der Irak und Saddam Hussein, wenn wir nicht mehr wehrfähig sind und dass wir deswegen auch übrigens alle Überlegungen, dass wir natürlich irgendwann wieder auf die natürlichen 3 Stunden Arbeitszeit pro Tag reicht, auf die wollen wir natürlich, müssen wir wieder zurück irgendwann und sollten wir wieder zurück, aber doch nicht bevor, solange um uns waffenstarrende kapitalistische angriffslustige Staaten stehen, von denen sozusagen hier unsere liebe Sarah Wagenknecht immer wieder zitiert, ja, so wie die Wolke den Regen, so trägt der Kapitalismus den Krieg in sich. Da hat Sarah Wagenknecht doch recht. Wir müssen doch wahnsinnig aufpassen, dass Europa nicht abgeschlachtet wird von China, von Indien, von USA, von und so weiter. Ja, wir müssen doch aufpassen, dass wir nicht alle ausradiert werden und dann erobert werden von Chinesen und so weiter, das ganze Land neu besiedelt wird. Also von daher, liebe Leute, so geht's halt nicht, ne? Also, und dann Nico Pech hat vollkommen recht, wir brauchen ein Degrowth. Wir brauchen ein Degrowth bei der Konsumsucht. Wir brauchen ein Postwachstum bei der Konsumsucht. Nur, dass er das über moralische Appelle versucht zu erreichen und die werden nichts bewirken, denn moralische Appelle bewirken bei Suchtkranken überhaupt nichts. Ja, Nico Pech kann vielleicht ein, zwei Leute dazu bewegen, dass sie ein bisschen mehr Konsumreduktion machen, ja, aber die Masse der Menschen wird immer noch mehr konsumieren. Es sei denn, über die, jetzt gehen wir nochmal wieder zurück hier, über die Wohlfühlstimme wird die ganze Welt wieder lustfreundlich und lebensqualitätsfreundlich und wenn dann die Menschen wieder glücklich, zum Beispiel lustvoll, sexuell befriedigt in ihren Kommunen leben, dann werden sie den ganzen anderen Schrott nicht mehr brauchen und nicht mehr kaufen. Nämlich Zigaretten, Alkohol, Süßigkeiten, Drogen, Medikamente als Drogen und so weiter. Den ganzen Schrott werden sie alles nicht mehr konsumieren. Und dann haben wir Postwachstum und Degrowth. Aber eben durch die Wohlfühlstimme als echte Maßnahme und nicht durch einen moralischen Appell eines Nico Pech. Ja? Ja, dann haben wir hier Rainer Mausfeld. Ja, der ist so ähnlich wie Sarah Wagenknecht mit seinem irgendwie die Zentren der Macht in irgendwelcher einer Weise in Frage stellen. Das wird nichts. Die Zentren der Macht sind die Zentren der Macht und die können wir nicht entmachten. Das Einzige wäre eine gewaltsame Revolution und das würde nur bedeuten, dass wir neue Zentren der Macht kriegen. Da würden uns neue Stalins, neue Maos und neue Honeckers halt ermorden, statt bisher die anderen, ja, sozusagen. Da würde sich nichts ändern, denn jede gewaltsame Operation führt dazu, dass sich die Gewalttätigsten durchsetzen und dann werden wir von Mördern, Raubmördern und Verbrechern regiert und das bedeutet, den Teufel mit dem Belzebub auszutauschen, sozusagen, ja.
Tja, dann haben wir Fridays for Future. Ja, die haben die falsche Vorstellung, dass wenn sie sozusagen lange genug rütteln würden, deren also Irrtum ist also, wenn sie lange genug rütteln würden an der politischen Kaste, dass die jetzt schwupp, schwupp, plötzlich mächtiger würde als die Konzerne, und dann sagen würden, ja, wir machen das jetzt einfach so. Wir machen Deutschland, und Europa und so weiter CO2 neutral und zahlen dafür die riesigen Gelder und machen unsere europäischen Produkte auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig, sodass wir nicht mehr exportieren können, weil wir höhere Herstellungspreise haben, weil wir teurere Energie haben sozusagen. Also ich hoffe, es ist jetzt schon jedem klar geworden, das wird die Politik nicht tun. Ja, für CO2 muss es eine weltweite Lösung geben und Deutschland kann den Vorreiter machen, weil mit diesen 500 Milliarden durch die Next Scientists for Future.de hätten wir den Spielraum, wirklich den Vorreiter zu machen und dann alle anderen Staaten sozusagen die Prämie auszusetzen. Ihr kriegt diese Reformen auch, die Professoren führen bei euch auch die 20 Reformen ein, sozusagen, wenn ihr euch verpflichtet, den gleichen Prozentsatz der Gelder wie Deutschland für Klimaschutz für die Klimaneutralität zu verwenden. Und dann kriegen wir eine weltweite Bewegung. Und eine andere Möglichkeit wäre eben einen weltweiten Emissionshandel für alle Luftschadstoffe, nicht nur, also für alles, was also für alle Abgase müssten wir einen weltweiten Emissionshandel begründen, damit wir ein für alle Mal saubere Luft kriegen, sozusagen. Müssten wir für alle Stoffe außer das, was Menschen ausatmen, dieses CO2 ist noch genehmigt. Aber alles andere, Tiere und deren Methan und CO2 muss beim Emissionshandel be teuer bezahlt werden, ne? Und so weiter. Ja, das heißt also, dass wir letztendlich sozusagen, nur so, nur mit den Next Scientists for Future besteht da eine Chance, ja? Ja, dann haben wir Extinction Rebellion, da ist es eben ähnlich. Die wollen, glaube ich, irgend sowas wie Bürgerinnenversammlung, das habe ich ja schon abgearbeitet, und rütteln auch so an der Politik. Das kann nichts bringen, das geht nicht, habe ich die ganze Zeit erläutert. Ja, und der Fehler bei Bhutans Bruttonationalglück ist, dass sie zwar die Leute befragen, wie gut es ihnen geht, aber davon nicht die wirtschaftlichen Gewinne eines Lebensmittellieferanten abhängig machen. Ja, es fehlt also die Rückkopplung. Also bei Bhutans Bruttonationalglück fehlt also die Rückkopplung der Wohlfühlstimme, die dann die Wirtschaft quasi dazu zwingt, menschenfreundlich zu handeln. Und dadurch, dass das in Bhutan fehlt, ist es natürlich auch nur eine begrenzt gute Idee, sozusagen. Ja, das ist der Punkt. Ja, das heißt also, ich gehe nochmal zurück. Ja, unser heutiges Thema, also ich hoffe, es ist deutlich geworden. Marktwirtschaft und Kapitalismus zerstören unser gesamtes Leben. Jeder soll sich fragen, wer von uns und wer von unserer Verwandtschaft erreichte 127 kerngesunde Jahre und ist dann schmerzlos über Nacht eingeschlafen, ganz friedlich. Und wer erreichte das? Und das mit einer Lebensqualität, mit einer glückseligen Lebensqualität. Und da, ich glaube, da hat niemand zu nennen, wir alle vegetieren ja nur dahin und wir sind alle geflattert von der Marktwirtschaft und all unser Leben ist zerstört. Und ja, deswegen. Und alle anderen Ideen, die ich jetzt nicht genannt habe, wo ich nicht auf Irrtümer eingegangen bin, die haben nach langer Prüfung so viel Irrtümer aufgewiesen. Ich habe ja vorhin die Verschwörungstheoretiker Ken FM genannt als Beispiel. Die sind so daneben, jenseits jeglicher wissenschaftlichen Realität, dass man die sowieso ein für alle Mal abhaken sollte. Also, und auch alle Flacherdler und alle Kreationisten, ich glaube, das ist jedem klar geworden. Also alle
alles, was wir jetzt nicht erwähnt haben, wir haben ja auch das Thema des ESO, Spiro und Psycho, ja, Unsinns sozusagen nicht gestreift, aber das sollte jedem klar geworden sein, dass das alles irrelevante Dinge sind, ne? Und dass wir das alles mit einem Federstrich wegstreichen können. Das, was ich heute besprochen habe, ist noch das, was am ehesten noch ernsthaft zu nennen ist, ja? Ja, so viel für jetzt. Ich glaube, ich bin durch, ne? So, bis bald. Tschüssi. Tschüssi.